Willkommen Reisende, wir sind wieder im Projekt Lazarus. Heute schalten wir uns mal den Flitzer frei. Der erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit pro Level. Mal gucken, wie viele Slots der hat. Wir werden den in der Arktis probieren. Müssen wir mal gucken, wie der sich spielen lässt und steuern und alles. So. Okay, der hat die Waffe. Dauert jetzt natürlich bis wir schießen. Also wir können aber schon mal gut ausweichen. Das ist schon mal gut. Müssen wir jetzt nur noch gucken, wie die Slots sind. Und gucken, dass wir ein bisschen an Kristalle kommen. So. Okay, wir können oben zwei reinpacken. Das war gut. In der Mitte können wir fünf packen. Eine zweite Hauptwaffe. Da nehmen wir einen Flammenwerfer. Der ist direkt Stufe 8. Können wir hier mal ein bisschen was sammeln. So. Was packen wir oben rein? Aber zwei haben, könnten wir zweimal die Drohnen reintun. Ich hatte gedacht, wenn wir das mit dem Lazarus spielen. Gletscher, um es auch zu schaffen. Werden wir hier oben zweimal Drohnen und zweimal den kosmischen Wächter reintun, da wir ja da vier Plätze haben. Vielleicht schaffen wir es dann. Weil manchmal packt er ja versehentlich irgendwo was hin, wo es nicht hin soll. Dann werden wir das mal dann probieren, ob wir dadurch mehr Schaden generieren. So, alles einsammeln hier. Cool, über irgendwas sind wir drüber gelaufen. Werden wir das Impulsgewehr mal upgraden. Weil das schießt ja momentan noch gar nicht. Wir brauchen auch den Magneten zum Einsammeln. War nicht dabei. So, Flammenwerfer ist auf 10. Ja, kosmische Wächter wäre jetzt gut, aber das lassen wir. Wir nehmen lieber eine zweite Drohnenkapsel. Weil wir müssten mit dem ja sehr schnell sein. Okay, über ein paar können wir drüber laufen, über andere wieder nicht. Ja, wir nehmen mal das hier. Ach Kacke, ich habe neue Würfel geklickt. Ja, nehmen wir jetzt das. Oh ne, da kommen die Gepanzerten schon wieder. Das muss jetzt ja mal gar nicht sein. Die werden wir natürlich jetzt noch nicht töten können. Und jetzt natürlich, wo sie umfallen, unser
Flammenwerfer aufgebraucht gerade. So, alles einsammeln. Da sind schon wieder welche. Schnell abhauen. So, da kommt jetzt nämlich auch ein Raketenwerfer rein. Gucken, dass wir hier genug Kristalle kriegen. Ah, leider noch keinen Magneten bekommen. Da haben wir wieder den Flammenwerfer. So. Das einmal upgraden. Jetzt haben wir den Magneten. Ach ja, Tesla-Spule ist auch gut, aber die wollen wir nicht. Nehmen wir Raketenwerfer-Upgrade. Da. Dann haben wir oben voll und kriegen jetzt auch nur noch Drohnen als Upgrades. Können dann nachher auch mal ein bisschen Leben noch uns gönnen, wenn wir gerade ein bisschen Verschnaufpause haben. So. Machen uns hier jetzt aber auch noch schneller. Er wird ja mit jeder Stufe automatisch schneller, ist seine Eigenschaft. Aber wir können auch ruhig noch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Magnet upgraden. Wenn der Flammenwerfer gerade nicht an ist, lieber nicht so weit laufen. So, jetzt ist er wieder an. Kurz ein bisschen auf Gegner warten. Alles schön einsammeln. So, mehr Crit-Chance. Aber der ist gut mobil. Wenn man ein bisschen auflevelt. Lässt sich gut steuern. Können uns sehr gut schnell bewegen. Das wird später, falls wir es bis zum Boss schaffen. Gut, das war, obwohl ja, jetzt brauchen wir noch nicht so viel ausweichen beim Boss. Da können wir einfach töten. Im Hypermodus ist das aber wichtig, aber da hat der hier zu wenig Slots, dann nehmen wir lieber einen anderen. So, noch ein bisschen schneller machen. Ja, die geben gute Erfahrungspunkte hier. Gucken, dass wir die Drohnen auch schön beide auf Stufe 11 bekommen. Mehr Schaden. So. Die Drohnen noch upgraden. Bisschen wenig Gegner gerade. Wir machen erst eine komplett.
So. Jetzt sind wir auf 8 mit der einen Drohne. Ja, machen wir hier das Impulsgewehr ein bisschen. Das ist also gar nicht so toll, das Impulsgewehr, weil das nicht so oft schießt. Oh, jetzt werden es mehr Gegner. Das ist schön, können wir gut einsammeln. Oh nein. So. Gut ist mit dem Impulsgewehr, aber man kann die Schussrichtung beeinflussen, dass nicht alle direkt auf einen Haufen fliegen. Ist nur sehr schwer abzuschätzen, wann das Ding schießt. Aber die Bewegungsgeschwindigkeit ist super. So, und immer aufpassen, nicht, dass die Gepanzerten wiederkommen. Weil die bringen uns ganz schön oft um. Weil die ja dann in mehreren Reihen auch alles kommen. So. Das hier auf Level 9. Schaden auf Level 10. Da war ein Gegenstand zum Sammeln. Kaverium. Oh, da ist noch ein Gegenstand. Wieder Kaverium. Aber wir brauchen echt mehr Upgrades. Oh Gott, da kommt... Oh, da ist dieser Kreis. Ich hab's gewusst. Oh nein, wir sind super schnell, aber da haben sie uns jetzt ausmanövriert. Ja, klar. Ein Hit von dem Großen und wir sind mausetot. Gut, dann spielen wir jetzt den Lazarus und hauen erstmal drauf und gucken, dass wir das abgegradet ist, alles soweit. Ja, die restlichen sind viel zu teuer hier. Ist die Frage, ist, nehmen wir Drohnen oder Tesla-Spulen? Ich würde ja schon sagen, zwei Drohnen und zwei kosmische Wächter. Das wäre schon gut. Damit müssten wir dann Arktis schaffen. Müssen wir mal reinschauen. Hier starten wir wenigstens mit dem Maschinengewehr. Das ist ja schon gut weit abgegradet. So, Maschinengewehr direkt auf 9. Und ich würde sagen, wir nehmen ein zweites, also anstatt ein zweites Maschinengewehr, nehmen wir vielleicht, also nehmen wir den Flammenwerfer, der ist schon echt gut. Oder nehmen wir zwei Tesla-Spulen und dann zwei kosmische Wächter. So, hier machen wir einen kosmischen Wächter rein. Machen wir den anderen kosmischen Wächter rein. Also es funktioniert. Man kann dann, hat dann mehrere. Das ist schon mal gut. Ist nur die Frage. Die Drohnen oder lieber, damit es bei uns in der Nähe ist,
die Tesla-Spulen. So, nehmen wir ein zweites Maschinengewehr oder lieber einen Flammenwerfer? Ja, wir nehmen lieber einen Flammenwerfer. Das ist ja jetzt natürlich alles großer Mist. So, nehmen wir die Magneten. Eine zweite Waffe wäre aber gut gewesen. So, schneller. Das ist bei dem hier ganz wichtig. Ein Raketenwerfer. Schneller. Wir laufen jetzt mal ein bisschen rum, nicht, dass diese Gepanzerten gleich wieder kommen. So, da machen wir natürlich Schaden rein und nicht die Feuerrate. So, zweiten Raketenwerfer. Läuft jetzt aber gar nicht. Ja, nehmen wir das halt. Weil wir haben nur noch einmal neu würfeln. Oh ne, da sind sie schon wieder. Und wir haben nur eine Waffe. Der will uns oben aber auch nichts vorschlagen, ne? Noch ein kosmischer Wächter, dann können wir einen upgraden. Einen Raketenwerfer upgraden. Magnet-Upgrade. Und da sind die nächsten Panzerten. Ja, der Flammenwerfer nicht vorschlägt, nehmen wir jetzt das Maschinengewehr. Wir brauchen unbedingt eine zweite Waffe. Aber er hat uns auch noch nicht mehr Schaden vorgeschlagen. Also in dem One haben wir nicht so Loot-Glück. Aber es kann ja jetzt nicht wahr sein. Ja, immerhin. Aber zwei Maschinengewehre gehen auch schon. Ja, nehmen wir jetzt Drohnen oder Tesla-Spulen. Da steht aber auch nichts bei, ne? Nicht wie viel Schaden, gar nichts. Erst wenn du so ausrüstest und ein Upgrade bekommst. Ah, hier liegen so viele Erfahrungspunkte, das ist doch sehr gut. So. Also eine Hauptwaffe fehlt uns oben noch. Oh, der schlägt einem nur Scheiße vor. Müssen wir überspringen. Können nicht mehr neu würfeln.
Na, guck mal, was zum Einsammeln. Es sieht aber nicht so aus, als würden wir den One gewinnen. Wir müssen 100 pro neu probieren. Außer es kommen gleich mal die Upgrades, die uns noch fehlen. Aber wir kommen jetzt schon nicht gegen diese blauen Käfer an. Weil die kommen auch durch die kosmischen Kugeln durch. So, dann probieren wir es jetzt mit Drohnen. Weil der schlägt uns ja nun auch den Tesla-Turm nicht nochmal vor. Und solange wir hier stehen, sind die Drohnen ja in der Nähe. Aber mit nur einem kosmischen Wächter hätten wir das jetzt schon verloren. Endlich Schaden erhöhen. Und schon sieht es wieder besser aus. Oh, es kommen die Großen, die so gut Erfahrungspunkte geben. Raketenwerfer-Upgrade. Ja, wir lassen einfach die Erfahrungspunkte zu uns kommen. So. Kosmischen Wächter erhöhen. Weil wir brauchen 4-mal Evolution und da müssen wir noch hinlaufen dann. So, einen haben wir schon auf Stufe 10. Am besten wieder ein bisschen laufen. Weil es kommen doch bestimmt gleich wieder die Gepanzerten. Ja, einen Raketenwerfer auf Stufe 10. So. Einen kosmischen Wächter aufstufen. Oh, ein Magnet. Maschinengewehr ist 2. auf Stufe 10. Warum halten die auf einmal so viel aus schon wieder? Und viel besser, warum sind das so viele? Die kommen durch den kosmischen Wächter durch. Durch den Zehner. Ist nicht so gut. Oh, da ist was zum Upgraden. So. 7. Gucken wir, ob was noch was rumliegt. Ah, da lag was rum. Oh. Wir brauchen Upgrades. Das sind zwar viele, aber die geben nicht viele Erfahrungspunkte. Ah, Übertaktung. Für 30 Sekunden. Oh Gott, Kartenrand. Kartenrand ist nicht gut. So, erste Evolution von 4 auch ganz oben. Dann müssen wir da mal hinlaufen. Hoffentlich kommen keine Gepanzerten.
nicht gerade viel. Ach, das waren nur Gegner. Ich dachte, da wäre eine Kiste. So. Aber es ist echt ganz oben, oder wie? Ah, nein. Wir müssen da lang. Oh Gott. So ein kleiner Mini-Boss schon wieder. Und wir sind in so einem blöden Kreis gefangen. Kann ja nicht wahr sein. Ja, stirb halt, ey. Also. Ja, wir müssen da jetzt durch. Oh, da ist aber was zum Einsammeln. Medikit. Und da ist auch noch was. Links oben und rechts oben sind auch noch zwei Sachen zum Einsammeln. So, einer ist abgegradet. Hier ist ein Übertakter. Was hier? Ein bisschen Kaverium. Oh. Die kommen schon wieder da durch. Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh Gott, ich muss da lang, da lang. So. Also die Kleinen sind schon wieder schlimm. Die kommen durch den kosmischen Wächter durch. Wir müssen den anderen auch unbedingt upgraden. Aber dafür brauchen wir Erfahrungspunkte. So, Raketenwerfer. Also ein Stück weiter unten würde ein Medikit liegen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Die halten aber ganz schön was aus. Also das Nachladen ist auch nicht so sonderlich gut. So. Viel zu wenig Erfahrungspunkte, die hier irgendwo rumliegen. So, Stufe 9. Wir kriegen aber auch leider kein Upgrade momentan für die Drohnen. Oh, jetzt kommen hier wieder die Pinguine. Ja, wir brauchen ganz viele Erfahrungspunkte. Wir sind noch hier eben drunter gelaufen. Müssten hier nicht irgendwo welche liegen? Oh Gott, da kommen wir doch nicht durch, oder? Hm, doch, cool. So. Liegen nirgends Erfahrungspunkte. Da liegen ein paar. Aber gut wäre trotzdem, wenn der Boss eine Lebensanzeige hätte. So, mehr Schaden. Mehr Schaden. So, Stufe 10.
mehr Schaden. Panzerplattenkit. Ja, machen wir erst Raketenwerfer noch auf 10. Drohne, endlich mal ein Upgrade. Ja, die geben natürlich super gut Erfahrungspunkte. Da sind noch welche. Einer von denen hat uns ernsthaft gerade getroffen. Oh Gott, wo kommen die denn her? Oh, die Pinguine halten zu viel aus. Oh, Evolution. Oh, rechts unten, ich könnte kotzen. Ja, ob wir da noch lebend hinkommen. Oha, oha. Ja, ich muss mal hier runter, bitte. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Gesundheit wiederherstellen. Also wir würden wahrscheinlich irgendwie hinkommen, aber wir können nicht drin stehen bleiben. Das wird ja mal gerade gar nichts. Weil diese Pinguine, die wollen einfach nicht drauf gehen. Also ein Pinguin zu töten ist ja schon eine Kunst. Ja, ich komme da nicht durch. Und diese Krabben, die halten auch einiges aus. Hier unten ist ein Medikit, das ist doch schon mal gut. Oh, oh, oh. Gott, wie weit unten ist das Medikit? Nein, gepanzerte. Ha! Ja, hier, die können mir erstmal ein bisschen Erfahrungspunkte geben. So, Drohne weiter upgraden. Drohne. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie zu dem Medikit. Aber wenn wir hier gleich ganz unten sind, irgendwo muss das ja sein. Da ist es. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwie da hochkommen. Aber ich bezweifle, dass irgendwie da wir ja noch drin stehen bleiben müssen. Oh nee, die schon wieder. Nein, oh Gott, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Die halten zu viel aus.
bisschen Panzerung. Ja, ich bezweifle, dass wir da lang genug drin stehen bleiben können. Oh Gott. Boah, die gehen trotzdem nicht drauf, die Schildkröten, ne, hier, Krabben, sagen wir mal, heißen die Krabben. Obwohl wir jetzt zweimal kosmische Wächter auf Evolution haben. Uiuiui. Ja, da laufen wir jetzt direkt hin. Schön auf Abstand halten alle. Nie. Kann da nicht wahr sein. Wir müssen auf diese Krabben schießen. Und weg hier. Also aber zweimal kosmische Wächter war schon gut, denke ich mal. Ist nur fraglich, ob auch zweimal Drohnen gut ist oder ob lieber zweimal Tesla-Türme besser ist. Gucken, dass wir immer noch ein bisschen schaffen, was einzusammeln. Es sind einfach nur sehr viele. Viele Erfahrungspunkte geben die alle nicht. Es werden immer mehr und mehr. Boah, nee, wir sind schon wieder an dem Rand. Wir müssen unbedingt mal nach unten laufen. Oh, wir haben keine Gesundheit mehr. Immerhin haben wir so den Antimaterie-Schild, damit die nicht so nah kommen. Also Medikit oder irgendwas zum Einsammeln wäre mal gut. Oder ein Magnet. So. Aber solange es nicht diese Krabben sind, geht's eigentlich. Da kommt wieder ein Minibus. Hauen wir ihn erstmal direkt um. Weil ein Hit von dem und wir sind tot, ey. Keine Ahnung, was das soll. Ja klar, was hält der denn jetzt bitte aus? Ja, Alter, fällt doch tot um. Wir stehen viel zu lange an einer Stelle. Das ist gar nicht gut. Ah, hier über Taktung. So, auch mal raus hier. Na, endlich. Er ist aber lange stehen geblieben. Noch ein Übertakter. Voll gut. Da ist noch eine Kiste. Panzerplatten. So. Zweiten Drohnen sind jetzt auf 9. Ha, Upgrade Pack.
Stufe 10. Oh ne. Wand. Oh, Evolution. Wo müssen wir? Oh ne, wir müssen nach unten laufen. Also war gar nicht gut. Von unten kommen wir ja gerade. Uiuiuiui. Ah, Panzerung ist voll aufgefüllt, okay. Da geht nicht mehr als 45. Magnet. Der war ja auch noch nicht voll ausgerüstet. Boah, schon wieder einer. Ach, jetzt ist er auf einmal tot umgefallen, direkt. Will mich ja wohl verarschen. Ja, wir brauchen trotzdem noch mehr Leben. Sobald die Drohnen aufgefüllt sind, laufen wir weiter. Weil da ist schon wieder ein Boss. Ach, tot umgefallen, okay. So. Jetzt sind wir voll aufgeladen. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie ein bisschen überleben. Ich weiß auch nicht, welcher jetzt dann der Endboss ist. Die sehen ja alle gleich aus. War alles aufgefüllt, können wir ein bisschen Geld nehmen. Da ja der hier immer der Boss ist, der große, weiß ich leider echt nicht, welcher dann der richtige ist. Oh nein. Oh nein. Die Pinguine halten wieder so viel aus. Und das waren sogar jetzt große Pinguine. Weiß gar nicht, was das für brutale Pinguine sind. Panzerung. Jetzt haben wir das Medikit eingesammelt, obwohl wir volles Leben haben. Da war doch schon wieder ein Boss. Ach, schon wieder tot. Oh Gott. Oh nee, was ist denn jetzt kaputt? Oha, nur noch 4 Leben. Immer schön vor den Pinguinen in Acht nehmen. Oh, 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 was ein Stress. Oh, jetzt wird aber ein bisschen krass voll hier. Also es sind schon wieder 2 Bosse aufgetaucht. Da kam noch ein dritter. Oh Gottes Willen. HP wiederherstellen. Oh Gott, warum denn Pinguine? Ah, so, jetzt können wir einmal das Geld nehmen. Geld. Geld. Oh, Gottes Willen. Noch ist alles aufgeladen. Oh, ich muss da lang. Ganz dringend, ich muss hier ab hier was. Oh nein. Der hat uns gerade voll erwischt.
Wir sollen. Der Magnet am Ende hin ist jetzt aber auch übertrieben. Da ist wieder ein Boss. Also welcher von denen ist denn jetzt mal der Endboss? Uiuiuiui. Was ein Stress. Oh nein, Pinguin, Pinguin, Pinguin. Nein. Oh, was hier? Rüstung. Oh nee, Pinguin, Pinguin. Rüstung. Gerade haben wir alles. Oh, kein Pinguin, kein Pinguin, kein Pinguin. So. Also das Level stresst doch extrem. So. Nö, warum halten Pinguine denn so viel aus? Oh nein. Nein, Boss, Boss, Boss. Pinguin, Pinguin, Pinguin. Nein, nein, nein. Nö, nö, ich will da lang. Glaube ich. Nee, da will ich nicht lang. Panzerung. Oh. Oh, Alter, irgendeiner von denen könnte ja gern mal der Endboss sein. Ja, was geht denn jetzt? Oh, Alter. Au, ja, ja, ja. Da, da gehen wir lang. Oh, Alter, Upgrade wäre jetzt geil. Oh, danke. Oh nee. Boah, die Pinguine sind ja voll brutal. So. Oh nee, schon wieder ein Boss. Oh nee. Da will ich lang, da. Ganz eindeutig will ich hier lang. Nö, nö. Oh nein, 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 nein. Nö, nö, nö. Oh, oh. Boah, jetzt kommen aber aus jeder Ecke hier so ein Boss, oder was? Eieiei, was brauchen wir? Panzerung. Ne, wir machen Panzerung und Leben. Ach, meine Drohnen ballern die wenigstens alle um, diese ganzen Bosse, aber trotzdem. Ja. Alter, heftig, heftig. Irgendeiner von denen war der richtige Boss. Ui, ui. Jetzt haben wir den Hypermodus frei. Wir können nicht mehr stärker werden, aber das Level wird noch schwerer. Auch gut. Aber zwei Wächter war schon echt gut. Ui, ui, ui. Was ein Stress. Können wir irgendwas freischalten? Klingt jetzt eigentlich auch überhaupt nichts, weil wir hatten alles voll ausgebaut auf Stufe 10 und Evolution. Also hier, wir können neu würfeln. Mal mitnehmen und überspringen. Mal neu würfeln. Ja. Mal durchgespielt. Cool. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch auch gefallen. War ja Stress pur zum Ende hin. Bisschen schade, dass man nicht weiß, welcher Boss da nun der endgültige Boss ist, den man besiegen muss. Aber naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, liken nicht vergessen. Haut rein.